Willkommen zurück zu einer neuen Folge No One's Lives in Heaven. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen heute mal eine Runde weiterspielen, würde ich sagen, oder? Ja, wir stehen noch vor dem Casino. Oh, was ist denn das da für ein Ninja? Oh, ein Spieler. Mit mir braucht ihr gar nicht erst reden. Ich bin einer der wenigen NPCs, die keine Quest für euch haben. Ich muss ins Casino. Dazu braucht ihr einen Schlüssel und so einen bekommt ihr nur im Dorf. Eigentlich könnt ihr die Sache jetzt schon vergessen. Es ist viel zu anstrengend, sich einen zu besorgen. Wenn ihr mich fragt, sollte es Spielern generell verboten sein, das Casino zu betreten oder mit Schlüssel? Oh. Warum magst du uns nicht? Seht euch doch mal an. Eurer echten Welt übermittelt ihr Menscheninformationen dadurch, dass ihr mit euren Kehlen eine Luftdruckveränderung eurer unmittelbaren Umgebung herstellt. Ein ganz schön schlauer Typ, ne? Für euch mag das verbale Kommunikation sein. Für uns NPCs klingt diese ständige Frequenzverschiebung einfach nur dämlich. Und außerdem auch unangenehm. Du bist sehr oberflächlich. Oberflächlich? Fast die Hälfte von euch Menschen findet die Kommunikation und das Auftreten von Spinnen extrem unangenehm und würde mit ihnen nicht interagieren. Man, ganz schön, also dafür, dass er so eine Motzkugel ist, ist er ganz schön redselig, wa? Stellt euch vor, ich sei ein Mensch und ihr eine Spinne. Obwohl ihr nichts dafür könnt, kann ich euch nicht leiden. Aus rein anatomischen Gründen. Du meinst aus akustischen Gründen. Eins muss ich euch Menschen lassen, ihr habt Humor. Wisst ihr was? Vielleicht kann ich über euer Defizit hinwegsehen. Schließlich sprecht ihr ja gerade nicht, sondern kommuniziert. Über angenehm, ruhige und unaufgebrachte Dialogauswahlmöglichkeiten. Lasst mich euch einen gut gemeinten Tipp geben. Wenn ihr ins Casino wollt, müsst ihr entweder die Quest des fahrenden Händlers erledigen oder ihr kauft euch den Schlüssel in einem der Geschäfte. Um die verbotenen Spiele spielen zu können, braucht ihr aber noch zusätzlich das Meisteramulett. Jetzt haben wir aber erstmal genug geredet. Ah, okay, also wir müssen entweder einen kaufen oder den fahrenden Händler seine Quest machen. Ah ja, wir sind gespannt. Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt an Gegenständen die Schaufel gekriegt, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Jo, hier ist die Schaufel. Geilo. Das heißt, wir graben mal ein bisschen was oben, oder? Hätte ich gesagt. Wenn ich das wiederfinde, heißt. War das oben? Das ist voll fies, dass es hier keine Map gibt, ne? Oder vielleicht gibt es hier eine Map, ich weiß es noch nicht. Kann natürlich auch sein. Wer ist denn er? Es hört. Ja, das kennen wir da schon. Habt ihr Lust auf ein richtiges Wettrennen? Nee, gerade nicht. Wir wollen gerade mal Garten umgraben, ne? Ciao. Wir haben dafür jetzt gerade überhaupt gar keine Zeit. Also hier sind wir am Anfang. So, jetzt ist ein Nadelbaum. Das wissen wir. Danke. Nein, da wollte ich nicht hin. Ach, dammit. Ja, mal gucken, ob die Kinder noch fleißig am Schaffen sind. Ja, wunderbar. So gehört sich das. Wunderbar. Die kleinen Scheißer können wir ruhig etwas arbeiten. So. Okay, los geht's. So, irgendwo hier war doch der Garde da unten irgendwo, okay? Da ist der Händler. Ah ja, ich sehe den Garten schon. Sehr gut. Na, ja, dann graben wir mal. Ein Strauch mit blauen Blüten. Jo, pflücken, komm. Wir haben ja heute noch nichts mitgenommen. Ach, dass man hier immer Umwege laufen muss, doch. Das ist schon eine Frechheit, ne? So, ich habe eine Schaufel übrigens. Habt ihr meine Kräutergarten schon umgegraben? Ne, wir sind da. Entspannen Sie sich mal, ja? Umgraben. So ist richtig. Das ganze Feld bitte.
Umgraben. Umgraben. Also, die guckt auch nur zu, oder? Eine Frechheit ist das. So, umgraben. Oh nein, das wird nervig. Ja, stimmt. Umgraben. Du findest einen alten Ring. Ja, würde ich sagen, tschakka, ne? Danke. Umgraben. Ja, wie geht's euch denn so? Ich hoffe, ihr konntet die Zeit ein bisschen genießen. So, ja, was ist jetzt hier los? Hallo? Okay, hängt's? Es hängt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ein Augenblick. So, da sind wir auch schon wieder und fast fertig mit dem Umgraben. Oh, was passiert jetzt? Oh, die anhalten sich mal wieder. Meinst du, Nekro vertrödelt Zeit? Ach, ein bisschen repetitive Arbeit hat noch niemandem geschadet. Wenn ihr mich fragt, sollte Nekro den Jungbrunnen suchen, statt Feldarbeit zu betreiben? Na, dem läuft die Zeit davon, wa? Nach deiner Meinung hat aber niemand gefragt. Oh, die sind sich alle sehr einig. Okay, wunderbar. Ja, dann graben wir mal hier den Rest noch um. Zack. Und zack. Das stimmt. So richtig Spaß hat das Feldumgraben jetzt nicht gemacht. Das habe ich. Jetzt kann ich endlich meinen holländischen Samen ausprobieren. Hier habt ihr eine Schaufel voll Gold. Oh ja, das ist okay, oder? Wie versprochen, wandle ich ab sofort eure Kräuter in nützliche Tränke um. Ah ja, komm, das kannst du gleich mal machen. Ich hab da... Hallo, bleib mal stehen. Ich kann es kaum erwarten, meinen Samen zu sehen. Das klang zweideutig. Ich sollte diese Formulierung vermeiden. Ja. Ich will, Mana-Tränke. So, da stehen die wichtigsten Rezepte, die für heile Mana-Tränke drin, sodass ihr sie brauen könnt. Ah ja, cool. Das ist doch mal nice. Kann ich jetzt nochmal mit ihr schwätzen? Dann viel Spaß beim Besamen. Ihr Schwein, Kräuter anpflanzen ist eine ernste Angelegenheit und nicht dazu gedacht, dass ihr billige Wortspiele spielt. Das sagt die Richtige. Ey, bleib hier. Ich wollte dir noch was sagen. So. Sobald ihr den Himmel durchgespielt habt, werde ich mit dem Einpflanzen der Samen beginnen, versprochen. Okay, dann hau mal rein, ne? Gut, das haben wir erledigt. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal nach unseren Quests. Erfolgreich. Oh ja, ein paar haben wir schon mal gemacht, ne? Aktiv sind eigentlich schon mal hier gescheitert? Nö. So, Mathematik. Gutes Ge... Ach, man kann gar nicht. Kann man die nicht mehr angucken? Ah, doch. Wollte gerade sagen. Matheaufgaben. Löse die gleich, um eine Belohnung zu erhalten. Hä? Das haben wir doch schon... Haben wir das nicht schon gemacht gehabt? Naja, gut. So, drei blaue Kisten. So, Arenen. In der Nähe der Opferstelle. Das könnten wir eigentlich mal probieren, oder? Ah jo, das machen wir. Wir gehen mal in die Arenen. Die sind doch hier gleich ums Eck. In der einen Arena waren wir ja schon. Waren die Arenen nicht irgendwo hier? Waren die noch eins hoch? Nee. Ah ja doch, hier waren die Arenen. Okay, so. Das war die erste Arena, richtig? Was gibt's hier? Hier gibt's die erste Arena. Es könnte kalt werden. Okay, komm, wir machen nochmal die erste Arena. Vielleicht kriegen wir was Cooles. Nein, möchte ich nicht, danke. Nein. So, nu. Ein schwebender Diamant. Wow. Ein schwebender Diamant. Warum leuchtet da einer? Ein schwebender Diamant, okay, das ist super.
Oha, jetzt geht's los scheinbar. So, Fertigkeit. Ich würde gern den Flammenschlag machen. Zack. Ah, so. Der haut aber auch rein. Scheiße, ich bin ja gar nicht gut unterwegs. Ich hätte vielleicht mal gucken können. Depp. Oh, das war Glück. So, Angriff. Zack. Oh nein. Oha. Ah, wir müssen gleich mal pennen, wa? Ein paar Tomaten also vielleicht. Eiszapfen gefunden. Ja, tschakka, komm. Und tschüss. Ja. Also jetzt müssen wir mal gucken, wo war das nochmal mit den Häusern, wo man schlafen konnte? Ich glaube hier, gell? Na jo, komm, da pennen wir mal kurz. Und er tanzt und tanzt. Du hast geschlafen und bist nun ausgeruht. Jetzt gucken wir aber gerade mal. Okay, danke. Nach unserem Status. Ah ja. So können wir mal in die nächste Arena gehen, würde ich sagen. Locker. So. Nein. Will ich nicht. So, ciao, Clown. Viel Spaß noch. So, rausgehen. Ist das hier die zweite? Jo. Dann schauen wir mal, was es hier gibt. Wer ist er denn? Ich bin jeden Tag hier. Mhm. Oh, ist das schön. Ja, wow. Hier ist auch so viel los. Hey, was geht ab? Hast du nichts anderes zu erzählen? Okay, Fertigkeiten. Das sieht nach Feuer aus. Was hilft bei Feuer? Wasser. Jo. Oh, das ist aber fies hier. Autschen. Ja, das Wasser hält an. Das ist geil. Das ist hier ein Dot, wa? Asche gefunden. Yay, Level 5. Naja, wenn wir es nicht drauf haben, weiß ich auch nicht. So, jetzt schlagen wir mal zwischen. Und dann gehen wir in die dritte Arena und dann bringen wir mal alles hier zu dem Fuzzi. So, eintreten. Also die Wachen sind ja voll die Arschlöcher ein. Lassen den ganzen Tag da tanzen, ey. Ist das krass. So, rausgehen. So. Wir switchen mal kurz in das interaktive Menü und zurück, weil dann speichert er automatisch. Für den Fall, dass ich das Spiel wieder aufhängen mag. Es hat sich einfach aufgehängt, ich weiß auch nicht. Hat heute irgendwie nicht so viel Bock scheinbar. So. Und rein da mit uns. Ah ja, eine Kanone, okay. TNT, okay. Wer ist er? Hallo? 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 Ich bin der Bogenschütze des Himmels und habe blutige Aufträge zu vergeben. Hast du Arbeit? Das habe ich in der Tat. Im Nordosten gibt es ein Eisrätsel. Bitte löse es und bring mir den Inhalt der Kiste, die ihr dort findet. Oh ja. Wir haben ja noch nicht genug Quests, oder? So, aber jetzt muss ich mich hier leider mit jemandem prügeln in der Arena. Ich habe jetzt gar keine Zeit für dich. Ciao. Bin sehr beschäftigt. So. Passiert hier auch noch was. Komm schon. Aha. Was bist denn du bitte? Ich weiß nicht genau, was es ist, aber wir versuchen es mal mit Wind. Okay, war nicht so schlecht, würde ich sagen.
Ich dachte, das ist hier die dritte Arena. Was ist denn los hier? Komm, ciao. Wir sehen uns. So, Giftzahn gefunden. Okay, jetzt haben wir drei Sachen aus den Arenen. Jetzt können wir mal gucken. Ja. Wie wir das in die Hand drücken dürfen, wollen, können. Hier irgendwo war doch Opferdingsbums. Das war doch diese... Das war doch diese Tussi da. Ich glaube, die war hier unten, oder? Ja, die da, glaube ich. Ach so, nee. Okay, nee, das war's nicht. Was? Nähe der Opfergabe? Hier sind die Sachen. Super! Dann gebt her und haltet euren neuen Zauber. Sachen übergeben. Sehr gut. Hier habt ihr etwas Gold. Und hier ist der versprochene, mächtigere Zauber. Einfache Beschwörung gelernt. Was? Eine einfache Beschwörung? Du hast gesagt, mächtig. Was denn los hier? Hey, was denn los? So, ein paar Blümchen noch. So, die Kiste haben wir schon. So, jetzt gucken wir nochmal ins Questbuch, würde ich sagen. Tagebuch. Eine Truhe im Eis. So, endlich Regen. Tja, lass es regnen. Okay, Brunnen der Jugend, den brauchen wir auch noch, ne? Wir können mal gucken, ob wir den finden, oder? Ja, komm, wir gucken mal, ob wir den finden. Kann ja nicht so schwer sein, der muss ja hier irgendwo sein, ne? Ah, ciao. Wie geht's so? Okay, was ist mit denen nicht in Ordnung? Okay, das gucken wir uns alles später an. Nee, dann gehen wir mal hier über die Brücke. Okay. Ah ja, da sind die Jungs mit der Kiste. Wir sind gerade nicht so, oder sind wir gerade gut drauf? Okay, überreden. Erfordert Stufe 1. Ich versuche ihn mal zu überreden, oder? Achso, wir können ihn leider nicht überreden. Oh, nee, oder? Hat sich schon wieder aufgehängt hier. Sag mal. Das ist aber ein bisschen doof hier. So, ja, dann bis gleich, ne? So, da sind wir schon wieder. Zack. Sind wir wieder da. Also heute muckt Spiel ein bisschen. Ich weiß nicht genau, warum. Hat heute keinen Bock. So, das sind die Jungs mit der Kiste. Die lasse ich mal in Ruhe. Wir suchen ja den Brunnen, ne? Oh, gucken wir mal hier. Komm mal ein bisschen rumlaufen, weil wir haben ja von der Map auch noch nicht so viel gesehen. Ah ja, jetzt sind wir hier. Okay, das kennen wir schon. So, was gibt's denn hier unten noch? Gibt's hier unten noch irgendwas Spannendes? Polizei, das ist alles klar. Ah ja, was ist denn das hier? Ein Reiterhof, oder? Möchtest du auf den Sieger wetten? Ich will wetten. 5 Goldstücke auf die Katze. Sprichwörter zu erkennen ist nicht so dein Ding, oder? Und los geht's. Tja, fast, ne? Du Idiot, hast wohl aufs falsche Pferd gesetzt, was? Oder soll ich es besser sagen, auf die falsche Katze? Ja, danke, du. Oh, Ach, das ist doch der Dingsbrunnen hier, oder? Das muss der Jungbrunnen sein. Möchtest du eine Schale mit Wasser befüllen? Ja, klar. Okay. Brunnenwasser wurde in dein Inventar aufgenommen. Du fühlst dich mit einmal einen halben Tag jünger. Na ja, komm, das geben wir ab, oder? Oh.
Okay. Zack. Autsch. Ah, diese Zwerge, die gehen zum Glück. Naja, bei 4 kann es bleiben, ja. Ja, mega. So. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Ah, cool. Dann haben wir ja den Jungbrunnen ja relativ zügig gefunden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, der ist irgendwo im Arsch der Welt. Voll geil. Na? Oh, hier Tomaten. Wir können noch ein paar Tomaten mitnehmen. Haben wir noch Tomaten eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Na, Tomate. Tomate, danke. Ciao. So, jetzt geben wir mal das Brunnenwasser ab. Also langsam kennt man sich auch ein bisschen aus, wenn man ein bisschen rumläuft. Das erschlägt einen sonst ja schon, ne? Ein bisschen. So. Hey, yo. Ich habe das Wasser. Seltsam riechendes Wasser hergeben. Das war wohl das falsche Wasser. Oh. Was habt ihr getan? Ihr habt mich vergiftet. Verflucht sollt ihr sein. Geht mir aus den Augen. Also lasst mich doch endlich in Ruhe. Ich war mal so hübsch und jetzt seht mich an. Ich bin ein Monster. Tja, sorry. Ich dachte, das wäre der Wunschbrunnen, ne? Scheiße. Ich glaube, das ist aber auch Absicht, oder? Da will ich jetzt aber nochmal hingehen. Kommt man von hier eigentlich auch dahin? Müsste ja eigentlich so sein, ne? Oder auch nicht. Kommt man denn hier hin? Ah, das ist doch... Ah, jetzt sind wir hier. Okay, okay. Hä? Bin ich jetzt einmal falsch abgebogen hier? Sag mal. Oder? Das ist der Typ mit der Rechenaufgabe. Ach, Mann. Heute läuft's nicht wirklich, ne? Da sind wir auch schon wieder. Also heute kränkelt das Spiel ein bisschen. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil nebenbei ein Download lief. Vielleicht verträgt es das Spiel einfach nicht, weil mit den krassen Grafikanforderungen kann ich verstehen, dass das vielleicht nicht ganz gut läuft. Und rund. Nee, Spaß beiseite, keine Ahnung. Heute zickelt es ein bisschen. Ich hoffe, das hat sich jetzt erledigt. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte mal zum Wunschbrunnen. Der war... Da war er nicht. Okay, komm, zack. Ciao. Wut der Unterwelt, naja. Zeig dir hier meine Wut der Unterwelt, mein Freund. Zack. Schüssen. So, Skillpunkt gefunden. Ich glaube, hier wollte ich lang. Kann das sein? Nee.
Ah, ich glaube, hier war es, oder? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, oder? Das ist echt fies ohne Map. Mano. Ah, hier oben war das jetzt. An die da erinnere ich mich, an diese komischen Vögel da unten. Ja, genau, hier war das. Nicht. Bin ich jetzt Gaga? Da war nur das blöde Rätsel. Okay, okay. Also hier war die Tomate, das ist alles klar. Ja, wenn er nicht gestorben ist, dann sucht er noch heute. Nee, hier geht's ja nur zu dem Dings da zurück. Oder war das hier oben? Da oben war... Hineinstarren, weggehen, ein Abgrund. Okay. Tiefe Löcher sind auch sehr aufregend. Ja, das ist Wahnsinn. Die ist ja Wahnsinn. So, jetzt ist... Aber sag mal, verflixt und zugenäht hier. Diese Scheiße. Dann kannst du nur hier unten gewesen sein, gell? Ah ja, hier war das mit dem Pferdegedöns, da. Oh, da ist auch so ein Schweinegesicht. Abhauen. Der hat auch von dem Brunnen getrunken. Okay, Angriff, zack. Action hier. So, eigentlich wollte ich doch mit Monsieur Schweinegesicht sprechen. Ich belästige ungern fremde Menschen, doch muss ich euch bei euch eine Ausnahme machen. Ich brauche dringend Hilfe von einer so starken Person wie euch. Wobei kann ich helfen? Kennt ihr die französische Spielserie um eine geheime Assassinengilde? Ich meine die, die jedes Jahr neu erscheint, um ihren Kunden geringfügige Neuerungen zu präsentieren. Nee, kenne ich nicht. Das macht nichts. In einem dieser Spiele gibt es eine beliebte Queststart, bei der ein Lama-Bruder von Soldaten gerettet werden muss. Aha. Mein Bruder wurde von Soldaten gefangen genommen und am Bein verwundet. Ich selbst bin zu schwach, um ihn zu befreien, aber ich traue es zu. Wie es der Zufall will, habe ich den Schlüssel für das Versteck der Soldaten. Ja, macht euch auf den Weg zum Versteck, tötet die Soldaten und bringt mir meinen geliebten Bruder zurück. Zum Dank erhaltet ihr so viel Gold, wie ihr tragen könnt. Sowie eine nützliche Information über diese Welt. Ach komm, ich hol deinen Bruder. So, aber eigentlich wollte ich... Was ist denn das da für ein Freund? Einfangen. Oh, ich habe ein Monster hinzugefügt. Hey, geil, Monster nehme ich. Als würde sie nicht zum Haus gehören, trotzdem eintreten. Wir müssen ja gucken, was mit dem Wasser da los ist, ne? Oha, was ist denn das hier? Oh, geil, eine Küste. Du erhältst eine silberne Münze. Also automatisch gespeichert. Das sagt er immer. Jetzt muss ich leider mal kurz gucken, ob er das auch wirklich tut. Hier, speichern. Ich speichere mal selber ständig. Selbst und ständig. So. Ja, das ist mir lieber. So, was ist denn das hier? Ah ja. Nein, das war Kacke. Da gibt es ja ganz viele Kisten. Das ist ja fies.
Wie soll man denn an die Kisch drankommen, frage ich mich. Kann man mit denen noch was... Oh. Noch was anderes machen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nur Schiebe. Ah ja, okay. Okay. Ah, das ist aber hier doch... Das ist doch zu schaffen, oder? So, hier haben wir jetzt einen Schlüssel. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Die kann ich alle nicht bewegen. Und da komme ich nicht durch. Okay, und wie ist es hier bei der? Wahrscheinlich eher. Muss ich mal nachdenken. Ah, hier. Ja, noch ein Schlüssel. Ah, läuft hier total, würde ich sagen. So. Jetzt setzen wir das nochmal kurz zurück. So, ja, easy, easy. Du hast einen Schlüssel erhalten, ja, das ist... Oha, was jetzt? Wow, er hat alle Rätsel im Rätselhaus gelöst. Komm schon, so schwer waren sie nicht. Müssen wir weitaus kompliziertere Rätsel gelöst werden. Ah ja. Ja gut, das Schweinegesicht ist wohl nicht so ganz auf meiner Seite. Vermutlich. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn hier wieder raus? Ja. Ja, super. Dann haben wir ja zumindest mal die Schlüssel. Das ist prima. Gibt's hier eigentlich noch was? Was ist denn das eigentlich für eine Leiter da? Ein Seil aufnehmen. Ach, cool. Dann können wir Seil und Tigerfell nämlich auch abgeben. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Ja, coole Sache. So. So, was ist denn hier jetzt mit dem Brunnenwasser? Da geht nichts mehr. Ja, schade. Was ist das hier? Vorsicht, bei den Slides rechts von euch. Okay. Was ist denn das hier eigentlich für eine Gegend? Sag mal. Aufschließen. Oh, jetzt haben wir einen Schlüssel dafür scheinbar. Okay. Ah ja. Oh, geil. Eine Kiste. Ja, mega. So, wer bist du? Bitte tötet die Soldaten. Ich halte es hier nicht mehr länger aus, obwohl ich den ganzen Tag die schönsten Geschichten erzähle. Aha. Ich will endlich wieder zu meinem Bruder. Ah. Okay, ich töte alle. Ich töte alle, okay? Aber erstmal schlafe ich. Schlafen. So, probieren wir es mal, oder? Na, was passiert jetzt? Ihr habt hier nichts zu suchen. Das sehen wir mal. Fertigkeiten. Was? Ratte beschwören? Okay, das machen wir mal, oder? Oha, was ist denn das für ein Teil? Krass. So.
Oh, cool. Ach, schade. Ja, jetzt geben wir es ihm aber. Oh, der haut aber auch rein, wenn er will. Yay, Chaka. Was, ich muss jeden Einzelnen killen? Ach du Scheiße. Okay, gut, dass man hier zwischendrin pennen kann. Das machen wir aber, oder? Wir killen die alle weg. Ehrlich gesagt. So, Angriff. Was nehmen wir denn mal? Schattenkuppel. Die hat reingehauen, ey. Hahaha. Oh, leck, die ist ja mega. Geil, dann pennen wir nochmal. Cool. Das macht ja Spaß. Ja. Guten Tag. Ja, so einzeln gehen die, ne? Ah, zack. Komm schon, zack. Den haben wir ja ganz souverän weggemacht. Cool. Komm, da mache ich gar nicht lange rum. Ey, bleib stehen. Hallo? So, hier, mein Freund. Schattenkugel. Die ist ziemlich gut, habe ich gehört. Oh, weggebasht. Geile Aktion. So, kurz mal Mana aufladen hier. Komm, wir machen mal einen Flammschlag. Ah, der haut nicht so rein. Zumindest bei dem. So, hier nochmal. Zack. Oh, 3 Lebenspunkte noch. Komm schon, du wirst mich verarschen, oder? Ja, mega. So, na, Freunde. Hallo, willst du nicht mit mir kämpfen, oder? Komm, hier nochmal Schattenkuppel. Die ist richtig geil, finde ich. Die ist richtig geil. Ja, cool. So, jetzt pennen wir nochmal kurz und dann nehmen wir hier den Bruder mit, wa? Hätte ich gesagt, zur Schweinenase. So, da haben wir den Bruder im Rucksack. Sehr gut. Gibt's ja nicht noch irgendwas? Eine Warenkiste. Was hier wohl gelagert wird? Ja, mach doch mal auf. Das Ding. Tja. So, gucken wir mal, was sein Bruder dazu sagt. Ja, heute läuft's mit den Quests machen, wa? Habt ihr meinen Bruder? Ich hab ihn. Endlich ist er wieder da. Hier das versprochene Gold.
Und hier noch die versprochenen Informationen. Trink nicht das Wasser aus dem Brunnen links von mir. Er hat mich in ein Monster verwandelt. Oh du, ich kenne da noch jemanden, dem ist dasselbe passiert. Ach, und ihr habt ihr noch etwas. Einen Ring, den ich erst gefunden habe. Ich habe leider keine Verwendung für ihn, aber ihr könnt sicher etwas damit anfangen. Du erhältst einen Ring. Ja, und mal... okay. Mein... Vielleicht bringe ich ihn zurück, mal sehen. Vielen Dank. Ja, aber du, apropos mit dem Wasser hier, ne? Ich hab doch mal eine Frage. Die schlampig arbeitenden Programmierer. Habe ich dann 4 an der Backe? Sollen wir es mal riskieren? Komm, wir riskieren das mal. Sicher ist sicher. Wir speichern mal und dann greifen wir mal hier die Soldaten an, oder? Ich werde keinen Zentimeter weichen. Doch, wirst du. Ich bin mir ganz sicher. Ah, der schlägt ein bisschen fester zu, man merkt gleich. Okay, den Hammer. Holz gefunden, okay. Oha. Tja, Leute. Nicht mit mir, nicht mit mir. Da, hab da. Oh, leck. Das benutzen wir gleich nochmal. Das hat sie ja gerade nicht so gebracht, aber egal. Zack. Ciao. So, mein Freund. Du und ich. Komm, ich zeig dir die nochmal. Die ist mega. Du hast sie ja gar nicht richtig sehen können. Leck. Ja, in your face, ne? In your face, so. Ja, geil. So, dann haben wir die Kiste auch geleert. Okay, schön. So. Ja, das tut mir jetzt echt leid für den... Wobei, ich muss sagen, der Typ mit der Augenklappe zum Anfang, der war mir eh ein bisschen unsympathisch, ne? Nice. So, aber ich sehe auch mit Blick auf die Uhr, trotz unserer ganzen Unterbrechungen, haben wir es wieder geschafft. Nehmen wir mal so einen Hund mit, ne? Einfangen, zack. Eine Katze. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bleibt mir alle gesund, ein Däumchen wäre ein Träumchen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Bis dahin, ciao.